Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Suchst du nach einer Blaupause, wie du dein Network-Marketing-Business aufbauen kannst? Suchst du nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung? Dann solltest du jetzt in diesem Video auf jeden Fall dranbleiben. Ja, wie bereits angesprochen, geht es heute in diesem Video darum, ich möchte dir meine 6 besten Bücher vorstellen zum Thema Network Marketing, aber nicht jetzt Network Marketing allgemein, sondern wo es halt speziell darum geht, dir eine Anleitung an die Hand zu geben, wie du dein Network Marketing Business aufbauen kannst. Es gibt viele tolle Bücher zum Thema Network Marketing und hier findest du jetzt in diesem Video meine 6 Favoriten unter dem Gesichtspunkt, unter dem Aspekt Anleitung, ja, Blaupause für den Aufbau, ja, deines Business, weil immer wieder werde ich mal gefragt, Mensch, hast du irgendwelche Gesprächsleitfäden, die gut funktionieren? Ja, die habe ich, die sind für meine Teampartner natürlich in unserem Teambereich dementsprechend auch hinterlegt und ja, für alle anderen gebe ich jetzt einfach die Empfehlungen weiter, die mich ja ein Stück weit geprägt haben und die für mich immer hilfreich sind. Und das sind auch die Bücher, die ich immer, ja, ich sag mal, griffbereit habe und auch immer mal wieder was nachschlage, immer mal wieder was nachlese. Wichtig dabei, viele der Bücher sind schon etwas älter, das heißt, die Dinge, die dann da drin geschrieben sind, sei es Anzeigentexte, sei es Gesprächsleitfäden, muss man dann halt immer so ein Stück weit auch für sich in die neue Zeit so ein bisschen anpassen. Ändert aber nichts daran, dass es super Bücher sind und die hat dir eine richtig gute Anleitung geben. So, aber jetzt lange genug geredet, kommen wir zum ersten Buch. Das ist von Mark und René Wright Yanell, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Power of Multilevel Marketing oder Power Multilevel Marketing. Und hier ist, wie gesagt, eine Anleitung, geht um zum einen, also es ist gegliedert in 3 Teile, da geht es darum, das Prinzip Multilevel Marketing, ja, wie man das richtige Unternehmen auswählt, Zielsetzung etc. Dann geht es aber darum, wie gewinne ich neue Vertriebspartner für mein Business, wie kann ich mögliche Interessenten ansprechen, also auch, wie gesagt, Leitfäden dabei, Gesprächsleitfäden, wie mache ich eine richtige Präsentation, wie führe ich ein Sponsoring durch, wie fördere ich neue Mitarbeiter. Und dann ist, finde ich super interessant, was relativ wenige Bücher dann auch so in der Ausführlichkeit behandeln, ist ein separater Teil, wo es nur darum geht, wenn du dein Network-Marketing-Business Teilzeit aufbaust, ja, welche Dinge du beachten musst. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Ist auch schon etwas älter. Meine Ausgabe ist von dem Jahr 2003, ja, also du siehst, ist schon etwas älter, aber Inhalt, darauf kommt es an, der ist richtig gut und wie gesagt, die Sprache musst du dann halt ja ein bisschen in die heutige Zeit übersetzen, aber ansonsten richtig, richtig gutes Buch. Das zweite Buch ist von Anne Althoff, Existenzgründung und Zweiteinkommen im Multilevel Marketing. Auch hier ist mehr, also ist jetzt nicht wie ein Roman geschrieben, sondern es ist einfach so, oder wie eine Geschichte, es ist einfach ein Nachschlagewerk, ja, wo hier komplett durchgegangen wird, die Grundlagen, Network Marketing, Direktvertrieb, worin unterscheidet sich das, MLM, illegale Pyramidensysteme, woran kann man das erkennen, was sind die Unterschiede. Dann geht es darum, wie du deinen persönlichen Lebensentwurf machst, wie du dir Ziele setzt, Unternehmenskonzept, wie man eine MLM-Organisation aufbaut, wie eine Verkaufspräsentation aufgebaut ist, wie man Einwände richtig behandelt. Also hier findest du auch jede Menge Einwände drin. Und die Antworten darauf, ja, ist auch immer so ein Thema, was ich gefragt werde, was sage ich, wenn jemand sagt, keine Zeit. Ja, wie gesagt, für meine Teampartner haben wir das alles
als Leitfäden dementsprechend hinterlegt. Ja, aber wenn du diese Bücher, die ich dir jetzt hier alle zeige, wenn du dir die zulegst, wenn du dir die anschaust, wenn du dir die durchliest und das, was da drin steht, auch umsetzt, dann hast du alles, was du brauchst, um im Network Marketing Vollgas zu geben. Das Einzige, was du halt in keinem Buch der Welt lernen kannst, ist ja dein persönlicher Antrieb, das Tun, in die Handlung kommen. Ja, das ist immer so der Schritt, an dem dann sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja. Und es ist auch nie so, dass jeder Einwand, ja, wenn du da eine Standardantwort drauf hast, dass das dann auch gleich immer fruchtet. Der Unterschied zwischen einem Profi im Network Marketing und, ja, ich sag mal, jemanden, der weniger Erfolg hat, ist einfach nur die Anzahl der geführten Gespräche. Ja, wenn du einen Gesprächsleitfaden hast und hast den 10.000 Mal durchgeführt, ja, dann kannst du das gleiche Gespräch jemand anderem geben, der es nur 10 Mal gemacht hat, und hast unterschiedliche Ergebnisse, hast unterschiedliche, ja, mehr oder weniger Gespräche, wenn man so will. Jetzt nicht vom Wortlaut her, sondern von der Art und Weise, weil es oft ja auch darauf ankommt, mit wie viel Selbstvertrauen, mit wie viel Selbstbewusstsein, mit wie viel Leidenschaft du an die Sache rangehst. Ja. Es sind verschiedene Marketingtechniken auch noch mit drin, Empfehlungsnahme, Kooperationen, wo finde ich neue Vertriebspartner, wie sollte ich die ausbilden, ja, was sind die Themenschwerpunkte, Kooperation mit ihrer Upline, also rundum gelungen, wenn du so, ich sag mal, einen Einblick in die kompletten Themen von Network Marketing haben willst, ist das, ja, richtig gutes Buch, Anne Althoff, Existenzgründung und Zweiteinkommen im Multilevel-Marketing. Ja, dann richtig cooles Buch, die Wave 4-Methode zum Aufbau ihrer Downline von Richard Poe. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Auch hier findest du eine Anleitung. Ja, hier ist es ein bisschen anders aufgebaut. Hier geht es im ersten Teil drum, der Weg zum Anführer. Ja, worauf kommt es an? Welche Fähigkeiten musst du mitbringen? Im zweiten Teil geht es dann um die 7 Eigenschaften einer MLM-Führungskraft, ja, also welche sind es, und auch immer damit verknüpft, auf was es dann in diesem Bereich dann eben halt auch ankommt. Und ein richtig cooler dritter Teil auch, die 5 Kernstrategien für MLM-Führungskräfte. Auch hier wird nochmal genau beschrieben, wie man ein Team aufbaut, worauf es ankommt, wenn du ja dein Team eben führst, wie du deine Partner ausbildest. Ja, also richtig coole, richtig gutes Buch, ist auch, ich glaube, meine Ausgabe ist jetzt hier von 2001, ja, aber nichtsdestotrotz, die Themen darin kannst du wirklich auch übertragen auf die heutige Zeit. Natürlich muss man es immer so ein bisschen dann halt eben auch anpassen, ja. Dann hier André Göttler, endlich. So gewinnst du unzählige Geschäftspartner. Hier geht es im Prinzip nur darum, Gesprächsleitfäden. Hier hast du, wie schreibt man Anzeigen, Flyer, wie testest du Flyer, worauf kommt es an. Also das ist eigentlich so ein Werkzeugkasten, ja, wo du einfach, wenn du jetzt mal suchst, zum Beispiel Visitenkarte, ja, wie sollte so eine Visitenkarte aussehen, die Zweitvisitenkarte, wie arbeitest du damit, wie gehst du damit auf andere Menschen zu, der Notizblock, Flyer, dann, man sieht es dann hier halt, Voicemail-System, ja, würde man jetzt dann heute wahrscheinlich eher mit E-Mail-Marketing dann machen, Online-Marketing, ja, Telefon, der heiße Satz, also hier richtig coole Werkzeuge drin, falls du ja auf der Suche bist nach einem Werkzeugkasten, wirst du hier fündig. Und dann ist so ein bisschen mein Lieblingsbuch geworden, und zwar von David Ledo, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist so ein DIN A4 Buch, der ultimative Leitfaden für ihren durchschlagenden Erfolg im Network Marketing. Und hier ist es mehr so ein Workshop, ja, das ist so ein Workshop in Buchformat. Hier geht es wirklich dann los, ganz von vorne, ja, da kannst du auch das, was du hier drin so hast, wenn du das mit deinem Team so aufbaust, ja, dann hast du einen richtig schönen
Leitfaden, woran du arbeiten kannst, wie du mit deinem Team vorgehen kannst, einfach die nächsten Schritte, ja, geht dann los mit der Vorbereitung, mal eine Bestandsaufnahme zu machen, ja, Auftakt der Reise, dann geht es darum, wie man richtig anfängt, Zielsetzung ist auch dann hier sehr schön beschrieben, der Geschäftsplan, ja, wie viel willst du in 60 Tagen verdienen, also du siehst, du kannst es auch richtig gut, ja, für die Arbeit mit deinem Team verwenden, ja, die Namensliste, wie erstellt man die, worauf kommt es an, dann sind aber auch hier richtig coole Gesprächsleitfäden drin, es sind Werbebriefe drin, natürlich auch hier, das Buch ist von 2003, 2006 steht jetzt hier bei mir, also auch hier schon ein Stück weit älter, aber kann man, wie gesagt, man muss halt ein kleines bisschen kreativ sein und die Anzeigen umschreiben, ja. Aber allein schon Kapitel 13, ein Blick in meinen geheimen Ordner, wo er dann einfach zeigt, welche Briefe er verwendet hat beim Aufbau seiner Downline, wie er seine Downline ausgebildet hat, ja. Also es ist richtig, richtig... richtig mega gut. Ich glaube, David Ledo hatte ein Team mit über 25.000 Partnern. Also es ist jetzt auch niemand, der das rein theoretisch jetzt hier geschrieben hat, sondern du kannst halt hier wirklich richtig viel lernen. Es geht dann auch ein Kapitel im kalten Markt, ja, Kontakte knüpfen. Wie macht man das Ganze? Wie macht man Direktmailing? Ja? Automatische Rekrutierungsmaschinen, die Zukunft. Auch hier ist viel mit Voicemail-Systemen und so weiter. Würde man wahrscheinlich heute dann... Also wir arbeiten dann sehr stark mit Online-Marketing, E-Mail-Marketing, solchen Tools dann. Aber letzten Endes muss man es dann halt einfach nur in die Neuzeit so ein bisschen rüberbringen. Und dann habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, das ist so das Buch, wo ich am meisten nacharbeite, wenn ich im persönlichen Kontakt bin, weil viele meiner Teampartner kommen ja über Online-Marketing zu mir. Das heißt, da ist die Vorarbeit schon relativ häufig gemacht. Aber nichtsdestotrotz kommt es vor, dass man ja, ja auch in der realen Welt offline Kontakte knüpft, ja, Beziehungen aufbaut, Menschen auf Geschäftspräsentationen einlädt. Das sind dann so circa 10-15% bei mir, ja, die über diesen Weg kommen. Aber auch hier ist es aus meiner Sicht super wichtig, dass man hier immer up-to-date bleibt. Und da ist eben dieses Buch wirklich richtig, richtig gut. Ist zwar hier geschrieben, mehr oder weniger für den, ja, für den, ich sag mal, 1:1 Kontakt, ja, wenn du mit Leuten sprichst, aber du kannst auch diese Leitfäden, die du hier drin findest, habe ich auch schon, wenn ich über Social Media Kontakte aufgebaut habe, habe ich diese Leitfäden einfach genommen, ein bisschen umgeschrieben und funktioniert nämlich genauso. Ein richtig gutes Buch, auch hier Eric Worre, GoPro, falls ich es noch nicht gesagt habe, 7 Schritte zum Network Marketing Profi. Ist also immer bei mir auf dem Schreibtisch griffbereit, ja, gucke ich immer wieder rein. Geht halt im Prinzip darum, wie du ja Kandidaten findest, wie du dann diese dann einlädst, das Produkt, das Angebot so präsentierst, dass es jeder sehr einfach versteht, ja, dass du Interesse wächst, wie man richtig nachfasst, ja, und wie man super einfach auf Einwände und so auch dann eingehen kann, ja, wie du deine Partner dann quasi ausbildest, ja, wie du ihnen hilfst, eben neue Vertriebspartner zu finden, wie sie richtig gut anfangen, ja, also richtig tolles Buch, hat ist auch nicht viel Blabla, sondern hat hier auf 163 Seiten im Prinzip alles drin, was du wissen musst, wie auch immer, welches Buch da für dich dann der Renner ist. Ich werde die Links unterhalb des Videos dir bereitstellen, kannst einfach draufklicken. Und genau, aber wie gesagt, jedes Buch, jedes Wissen ist immer nur dann hilfreich, wenn du das Wissen dann halt dementsprechend für dich auch anwendest. Und das ist mein Tipp an dieser Stelle. Egal welcher Leitfaden, egal welche Einwandbehandlung, egal welches Gespräch du führst, es wird nur dann fruchten, ja, wenn du es dauerhaft auch anwendest, wenn du tust, wenn du in die Handlung kommst. Und ja, das Ganze dann auch umsetzt. Okay, in diesem Sinne soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ja, die Tipps sind hilfreich für dich gewesen. Wenn dem so war,
Daumen hoch, schreib mir gerne einen Kommentar, freue mich da von dir zu hören. Wenn das Video hilfreich war, teile es mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen diese Bücher gerade Gold wert sein können. Ja, ansonsten, falls du Lust hast auf eine Zusammenarbeit und bereit bist zu tun, also wenn du wirklich auch umsetzen willst, ja, nicht nur theoretisch das Ganze dir aneignen willst, dann würde ich mich auf eine Zusammenarbeit ja mit dir sehr, sehr freuen. Auch hier findest du unterhalb des Videos weitere Informationen, wie du ja mit mir und meinem Team zusammenarbeiten kannst. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.